Hallo Leute, ich bin's wieder, German Appleman, und heute mit meiner zweiten App-Review zu Genius Scan. Was kann man mit Genius Scan machen? Mit Genius Scan kann man Projekte so zurechtrücken, wie man sie haben möchte, um sie zu lesen oder genauer zu betrachten. Ich nehme jetzt einfach mal ein Buch aus meiner Bibliothek. Zum Beispiel das hier. So, und jetzt sieht man ein Gitternetz auf dem Bildschirm. Mit diesem Gitternetz kann man das dann so zurechtrücken, wie man es haben möchte nachher. Das muss ziemlich genau sein, damit man auch das richtige Ergebnis erhält, zuschneiden. Und jetzt haben wir das Buch. Man sieht eine Textseite, guckt raus. Und diese App ist dafür, dass sie kostenlos ist, wirklich super. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich, kommentiert meine Videos und ich bin raus hier. Ciao, ciao.